Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, die zwei Truhen, die wir hier platziert haben, sind zum Bersten gefüllt mit Ressourcen. Das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt endlich dieses schöne Haus, was da im Hintergrund gerade schon so schön gefunkelt hat, mal bauen. Zumindest mal anfangen. Das ist doch eine wunderbare Idee. Also, jetzt schauen wir mal, wie man den Baumodus hier wieder... Starte mit dem Bauen. Eine Baumstammtür, die kommt doch garantiert hier in die Mitte. Ach, diese Baumechanik, die ist wunderschön. Ich muss sagen, ich habe jetzt... Ich betrachte mich als Hundemenschen, aber den Wölfen scheint das egal zu sein. Na gut. Ziehen wir weiter. Mit dir wollte ich gar nicht so reden. So, dann brauche ich ein neues Teil. Ja, damit. Und natürlich die Seiten. Beziehungsweise erstmal hier die schöne Veranda. Dann der Pfeiler kommt, glaube ich, dahin. Gleich Teil nach da. Das läuft ja wie am Schnürchen. Oh, da ist tatsächlich noch ein Stützbalken vonnöten. Da auch, da auch. Und das waren sie jetzt. Mensch, kriegen wir hier eine schöne Porch, heißt es im Englischen. Einen schönen Eingangsbereich. Wer bist du denn? Kennt man dich schon? Maisie. Hallo, ich bin Maisie. Nur keine falsche Scheu. Zieh los und entdecke die Welt. Ich bin es gewohnt, über fremden Orten abgeworfen zu werden. Da tut es gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ständig vor Stürmen fliehen zu müssen, ist total anstrengend. Wenn du einverstanden bist, würde ich die Nacht gerne in deinem Dorf verbringen. Natürlich. Fühl dich wie zu Hause, Macy. So, Baumenü wieder hin. Bin heute anscheinend etwas kratzig im Hals. Ist ja auch noch Winter und die kalten Temperaturen mögen mich nicht. Das basiert aber tatsächlich auch auf Gegenseitigkeit. Von mir aus könnten die auch wegbleiben. Oder ich könnte zumindest mal hier schön Urlaub im Winter machen auf Gran Canaria. Schön alle von meinetwegen September an bis Mitte März. Das wird mir gefallen. Also so viel kann ich mir im Moment nicht leisten. Und irgendwie ist man ja schon hier zu Hause. Na egal. So, Stufe 3 von 26 abgeschlossen. Wie geht's denn weiter? Schön mit der Wand. Interessant, da kommt auch noch eine Tür hin. Warum nicht? Wenn wir mal schnell fliehen müssen, wird sich das natürlich anbieten. So, nochmal eine Tür. Ich glaub's ja nicht. Mein Haus hat nur eine Tür, beziehungsweise das Haus, wo eine Wohnung drin ist, die ich zur Miete beziehe. Wir wollen ja hier nicht übertreiben. Das hat auf jeden Fall nur eine Eingangstür. Da kann man nicht schnell abhauen, wenn die Steuerfahndung kommt oder was Vergleichbares. So. Schön platzieren. Nein. Schön platzieren. Ach, guckt euch dieses herrliche, die herrliche Welt an euch. Bin am Abnippeln, weil ich nichts zu essen habe. Jetzt ist aber kritisch. Jetzt verliere ich sogar schon Herzchen. Her mit dem ganzen schönen gerösteten Fleisch. Na, Beef Burger, gefällt dir das, dass ich hier deine... Ja, du bist ja auch mehr Burger als Kuh. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Der ist bestimmt auch zufrieden damit, dass die Kühe hier wegen uns in Burger verwandelt werden. Also ich muss ja wieder mit dem Bauen beginnen. Und dann ein Querbalken, ein langer. Na, das ist statisch, aber nicht so gut. Da hätte noch ein Pfosten hingemusst. Naja. Ich bin kein Statiker. Wird schon passen, wenn es nicht zusammenfällt. Ich finde, das ist immer eine ganz okaye Devise. Wenn es nicht abkracht, dann war es stark genug. So, das war die falsche Platte hier für den Boden. Das haben wir aber gleich. Ach, einfach herrlich, dieses Bauerlebnis. So, dann hier diese ganz kleinen noch rein. Da kommt auch eine. Und dann noch die Überdachung für unsere Veranda. So, Geländer haben wir jetzt einiges.
damit man nicht von der Treppe stürzen. Das finde ich sehr geschickt. Das ist mir als Kind ab und zu mal passiert. Ich glaube, das hat bleibenden Schaden hinterlassen. Aber naja, solche Dinge passiert, wenn man ein Kind ist und experimentell versucht, runterzugehen. In seltenen Fällen hat es mich auch hingehagelt, als ich raufgegangen bin. Aber darauf bin ich nicht stolz. So, was haben wir denn noch? Halbe Baumstamm. Boah. Dahin, dahin, dahin. Das sieht doch hier schon nach einem schönen Zweifamilienhaus aus. Könntest du die Fackel nicht so an mein Holzhaus ranhalten? Ich gebe mir hier gerade sehr viel Mühe beim Bauen und wäre schön, wenn das alles sich in Rauch und Asche auflöst. So, natürlich hier noch diese Elemente. Und kleinere Stützpfeiler oder Wandbegrenzungseinheiten. Oh, ein wunderschön großes Fenster. Ohne Glastreppen, so wie es aussieht. Da kann man einfach raus. So, na, war's das schon mit den Teilen? Na gut, Begrenzungselement, Fenster ohne Fenster, nur ein Rahmen. Vielleicht können wir ja Glas tatsächlich einsetzen und brauchen irgendwie Sand oder sowas dafür. Das wäre eigentlich ganz cool, aber ich glaub's noch nicht so. Die Ecken müssen natürlich hier auch schön aussehen. Mach mal so hin. So. Oh, es fängt schon an mit Dachelementen. Ich dachte, wir hätten noch einen Stock mehr, aber anscheinend nicht. Obwohl, das war erst Stufe 13 von 26. Wir haben noch ein bisschen. Und jetzt wird es so langsam Nacht. Dann ist doch ganz gut, dass hier meine Begleiterin ihre schöne Fackel in meine Fresse hält. Dann sehen wir zumindest was. Oh je, es fängt wieder an zu stürmen. Und das Dach ist noch nicht drauf. Naja, man kann nicht alles haben. Dann wäre man vielleicht ein bisschen nass und vom Blitz getroffen. Ah, das kann ja auch sehr elektrisierend sein. Baue ich vielleicht dann mal ein bisschen schneller. So. Wünschte, das wäre noch irgendwie einfacher, die nächsten Elemente zu selektieren. Aber es geht halt in dem Tempo. Schneller kann ich nicht, sonst wird mir selber schwindelig. So, Dach, Dach, Dach. Oh, das wird ein richtig, richtig tolles Haus, was wir hier aufstellen. So, da natürlich noch hin. Ressourcen habe ich gerade noch genug auf der Hand. Da müssen wir gleich aber zur treuen Kiste und nachholen. Ich glaube nicht, dass wir hier komplett fertig werden. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Für meinen armen kleinen Charakter, der so viel Holz tragen muss. So, da auch noch. Und gleich ist Schluss mit dem Holz. Aber wir sind schon fast fertig. Das war jetzt Stufe 24 von 26. Vielleicht reicht das Holz ja doch. So, was muss ich denn jetzt bauen? Ja, das ist noch das Problem. Wie soll ich das denn jetzt platzieren? Muss ich mir jetzt nachträglich ein Gerüst da hinbauen? Okay, das kriege ich zumindest hin. Und die Kleingiebel kriege ich auch hin. Ein Glück ist der Radius soweit. So, zwei Holz haben wir noch. Oh, ein Skelett. Kümmer dich mal drum. Ja, und dann gut zielen, gut zielen, gut zielen. Boah. So, Stufe 25 von 26. Das ging dann sehr schnell. Und noch ein paar Elemente, da müssen wir auf jeden Fall erstmal Steine nachholen. Ja, so viel zu meiner Hirnleistung heute. Wir müssen Holz nachholen. Holz ist ja die wichtige Ressource hier. Hey, ich wollte auch mal auf den Kollegen einprügeln. Dann halt nicht. Okay, hier müssen wir ja wieder mit dem Bauen erst beginnen. Und dann haben wir hier noch die schönen Elemente, die hoffentlich alle irgendwie, ja, hab's erwischt. Und das letzte Stück zur fertigen Maison. Eine riesige Lodge ist gebaut und das sieht bei Tageslicht bestimmt richtig cool aus.
Fenster haben wir keine reinsetzen können, dann testen wir mal, ob welche drin sind. Nö. Gut, da haben wir zumindest Fluchtwege, das heißt für Brandschutz ist auch gesorgt. Ich glaube, das wird hier mein Haus. Da werde ich mir mal ein Bett machen, das war doch unter Möbel. Ein verschlafenes Bett. Wo stellen wir das denn hin? Vielleicht hier so schön an die Ecke? Ich sagte schön an die Ecke. Das ist mir ein bisschen schmal. Ich bin relativ fett. Ich brauche ein doppelt so breites. Aber ein zweites stelle ich nicht daneben. Das sieht ja albern aus. Toilettenpapierhalterung. Nicht unbedingt neben dem Bett. Je nachdem, was man gegessen hat. Vielleicht praktisch, aber sehr unhygienisch. Das sollte man dann doch nicht machen. Ja, ja, Dächer haben wir auch neue. Was haben wir denn gerade noch für Gebäude? Na, die Steingebäude, die passen aber nicht hier in meine Holzvilla rein. Ein Springfass neben dem Bett, auch keine gute Idee. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Gut, haben wir noch irgendwas Schönes an Dekoration? Vielleicht ein Tisch? Leitung, Toiletten, Waschbecken und Wannen. Badezimmer können wir auf jeden Fall machen. Dafür wahrscheinlich auch die Toilettenpapierhalterung. Also nicht für die Badewanne. Kommt drauf an, was ihr vorhabt, aber bei mir ist es nicht in der Nähe der Badewanne. Ah, schade. Ich dachte, ja, kann ich die auch hier? Nein! Das ist doch dämlich. Was mache ich denn? Das ist jetzt wieder eins daneben. Das muss richtig sitzen. Vielleicht, Inventar, nehmen wir mal die Spitzhacke raus. Versuchen nur das Lämpchen hier zu treffen. Will ja nicht das schöne Haus kaputt machen. Und dann probieren wir das gleiche nochmal. Hier auf gleicher Ebene. Na, hat das geklappt? Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Das können wir vor den anderen auch machen. Das gibt jetzt wieder voll die Minecraft-Vibes. Ich bin gerade mit dem Menü etwas überfordert. Hab Lego Fortnite jetzt länger nicht gespielt. Ich hatte ein paar Folgen auf Vorrat. Deswegen fühlt sich alles so weird an im Moment. Aber gebt mir noch ein paar Minuten. Es klärt sich dann schon auf. So, das sieht aber richtig, richtig schön aus hier schon mal. Das ist doch... Guckt euch diese Lichtstimmung an von unserem neuen Zuhause. Das wir mit eigenen Händen gebaut haben. Ist das nicht wunderschön? Jetzt können wir es mal in voller Pracht an diesem herrlichen Morgen sehen. Ich wünsche, die Türen würden noch automatisch schließen. Na, vielleicht gibt es da ja irgendwie irgendwann ein Update, mit dem man so einen Automatismus machen kann. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und Lego Fortnite anscheinend auch nicht. Ach, einfach herrlich hier. Hier würde ich gern in echt leben. Bis auf die Skelette eine wunderbare Angelegenheit. So, wie viel Holz haben wir noch im Inventar? Das wird knapp. Wir haben ja noch einen schönen Wachturm. Also nicht nur den Wachturm, sondern ganz da oben auf dem Berg haben wir auch angefangen. Der geht deutlich schneller als das, was wir jetzt gebaut haben. Na, den wollen wir mal fertigstellen, sonst findet man immer den Weg nicht so recht. Außer natürlich, wir schauen auf die Karte. Und dann versuch mal vielleicht rauszufinden, wie wir unsere furchtbaren Gebäude, die wir am Anfang hinsetzen mussten, kaputt machen und ein besseres System für unsere ganzen Produktionsstätten finden. Da habe ich mir noch nicht wirklich was überlegt. Das müssen wir dann live machen. Da denke ich und versuche zu let's playen. Das ist meistens keine gute Kombi bei mir, aber ich bin heute wagemutig. Also wagen wir das einfach mal so. Hüpf, hüpf, hüpf. Ja, und jetzt einfach hier. Achso, ich muss mit dem Bauern beginnen. Das ist gut, da falle ich nicht sofort runter. Nur wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne. Im fast wahrsten Sinne des Wortes. Ist zwar kein Fenster, aber so großmütig sollte ich hier nicht spazieren. Sonst hagelt es mich echt auf die Fresse. So. Ich bin bereit für die nächste Ebene. Oder anscheinend noch nicht. Erstmal hier ein bisschen Bezaunung. Na, da war der Kleine, da ist die Ecke. Der längere Zaun kommt hier hin. Ein Geländer.
Ach, das ist so ein wunderschöner Holzton. Gefällt mir wirklich dieses dunkle, bisschen rotbraune, glaube ich. Ach, vielleicht muss ich mit meinem Innenarchitekten reden. Mein Innenarchitekt bin ich. Und mein Geldbeutel sagt nein. Aber vielleicht ja irgendwann. Ich werde mir zwar privat keinen Wachturm unbedingt bauen, aber vielleicht irgendwann mal ein Haus, wenn ich zufällig auf einen Topf voller Gold stoße, am Ende von so einem Regenbogen. Ansonsten sehe ich da bei mir leider keine Chance. Vielleicht, wenn irgendwann mal eine Apokalypse oder so ausbricht, kann man sich ja in einem schönen Haus niederlassen, wenn die Bewohner nicht mehr da sind. Das ist Plan B. Plan C erzähle ich euch irgendwann später. So, hier schön die Elemente noch setzen. Wir wollen ja nicht wirklich runterfallen. Oh, da hinten war wieder ein Wolfi, glaube ich zumindest. Oder ich bin einfach so paranoid. Das kann beides sein. So, und die Stufe ist abgelaufen. Da ist er, da ist er. Hier mit der Maus. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Ist ja wie im Real Life. Ich habe aber gar nicht so viel dabei. Her mit dem Himbeerglück. Ja. Das muss jetzt erstmal reichen. Irgendwo habe ich meine Kürbisse verstaut. Es war nicht in meinem Hintern, aber irgendwann sollte ich die Kürbisse finden. So. Dann noch hier das Brettchen rein, da eine Tür, warum auch immer. Ja, das ist kein gutes System, da braucht man noch ein bisschen mehr. Achso, wir sind ja hier auch noch nicht fertig. Wollt mich gerade schon wieder beschweren. Völlig zu Unrecht natürlich. So. Dann fehlt die Tür noch und natürlich das Dach und vor allem Geländer. Ich hätte die Geländer jetzt zuerst gebaut, aber naja. Das Spiel mag anscheinend das Risiko und dann will ich mich dem Risiko mal nicht komplett entziehen. So. Und jetzt noch die Seitengiebel. Falls das der richtige Begriff dafür ist. Irgendwas ist giebelig am Dach. So viel weiß ich noch. So. Na komm. Also kompliziert hier. So. Endlich Geländer, dass wir nicht eines unglücklichen Lego-Todes sterben. Nein. Hin mit dir. So. Und du, Geländer, willst da in die Ecke, warum auch immer. Da gibt es eine Ecke, hier gibt es eine Ecke. Ein kleines Stück Geländer kommt dahin. Und dann habe ich noch drei große anzubieten. Ich glaube, dann sind wir durch. Yay! Mein Baumstachwachturm, der zweite, ist abgeschlossen. Oh, und guckt mal, was da hinten passiert ist. Da raucht was blau. Ich fühle mich wie im Spiel Firewatch. Da war man auch auf so einem Turm und musste halt aufpassen, dass da nichts anbrennt. Was ist denn das? So, den Wolf muss man natürlich zuerst mal ein bisschen vertreiben. Na, in Ruhe. Das sieht ein bisschen aus wie eine Rune, die da aufgekommen ist. Wer bist du denn? Wie kommst du da hin? Und war das hier eine Mühle? Das sieht aus wie eine alte Mühle. Nee, ich glaube, das ist irgendwas, wo wir mal draufgehauen haben. Obwohl, das sieht aus wie ein Bienenstock. Es gab ja inzwischen ein Update. Ah, ein Supply Drop. Und das war nur die Markierung auf dem Boden. Na, dann wollen wir mal. Was habt ihr für mich? Ein Ei? Eine Himbeere? Da war nur Mist drin. Okay, es waren 5 Himbeeren, aber trotzdem. Ich erwarte mir doch mehr von so einem Supply Drop. So, die Himbeeren braucht man. Können wir irgendwann Tiere natürlich auch zähmen. Und Menschen, da viele Gegner. Du komm mal lieber mit, auf die musst du auch draufhauen. Nein. Oh, Sprengpulvers? Nein, Farbbombe, ich wollte doch nicht mit dir reden. Ich wollte den Puncher, ich begrüße sie, hier aufheben.
das gegrillte Fleisch nehmen wir natürlich auch in unsere Obhut. Und dann ran an die Kürbisse. Da springt noch ein Wolf umher. Nein, mein Inventar ist voll. Das ist jetzt unpraktisch. Oh, praktisch, wie man in unserem schönen Schwabenland sagt. So, dann hauen wir einfach nochmal hier drauf. Ich wollte dich doch hauen, nicht umgekehrt. Na gut. Dann würde ich aber mal sagen, zurück ins Space Camp. Und es hat sich gelohnt, den Turm zu bauen. Ich war kurz desorientiert, abgelenkt von dem Wolf da in der Entfernung. Aber der Felsen mit dem Wachturm hat sich bereits bezahlt gemacht. Ja, ja. Hey! Ich let's play gerade auch God of War. Das hat ein ähnliches Ausweichding. Da sollte man meinen, ich wäre besser darin. Na egal. Man kann nicht in allem gut sein. So, die nächsten Schritte stehen dann auf jeden Fall auch schon an. Wir müssen eine Wüste finden. Eine trockene Wüste. Was auch immer. Es ist heiß, es ist unangenehm. Aber dort sind Ressourcen, die wir dringend benötigen. Ja, zuerst muss ich mich hier mal wieder mit meiner Inventarlandschaft vertraut machen. Ja gut, wenn die Himbeere mir so ins Gespicht springt, ins Gesicht springt, müssen wir die natürlich auch nehmen. Tja, das hier ist schon ziemlich voll. 15 Holz behalten wir mal, nur für den Fall. Dann grillen wir doch ein Stück Fleisch. So, das müssen wir schnell deponieren. Boah, so schnell war das jetzt gar nicht. Gegrilltes Fleisch nehme ich lieber an mich, kommt da rein. Und den Rest, was macht man damit? In irgendwelche Kisten stopfen. Gut, das sieht nach Samen aus. Das ist kein Samen. Das ist ein Samen. Das ist ein Samen. Ah, die sind unterschiedlich. Zumindest von der Qualität. Gut, das ist ein Maiskorn. Und das ist Schubsaftbeerensamen. Okay, dann ist es auch eine komplett verschiedene Pflanze. Das ist gut zu wissen. Ranken, habe ich keine Ahnung, wo die drin waren. Kann ja nicht so weit entfernt sein. Schau mal einfach mal. Ach, da sind noch mehr Samen. Da habe ich irgendwann anscheinend die Lust verloren, das korrekt einzusortieren. Da sind auch noch mal Samen. Hier sind Steine. Da können wir die anderen Steine doch dazulegen. Ja, irgendwo hatte ich eine Dropkiste. Das ist die essbare Kiste. Also die Kiste ist nicht essbar. Aber sie enthält viele Köstlichkeiten. So, Seide kann man nicht alle verstauen. Zähne auch nicht. 8 bleiben übrig. Aber wir haben schon wieder genug Inventarplatz. Da können wir mal auf eine kleine Rundreise gehen. Ich habe aber noch eine leere Kiste hier gehabt. Och, vielleicht erweitern wir die mal um die Drops. Und dann sieht das schon viel besser aus, der Rest. Ja. Ja. Wird sich jetzt nicht... Das lassen wir zumindest da. Das ist wertvoll. Das Ritterschild... Achso, Ei ist theoretisch auch ein Drop. Ein Ei ist doch theoretisch auch ein Drop. So, das Schwert ist gut. Das Schwert ist gut. Die Axt sieht nicht mehr so gut aus. Da schauen wir nochmal. Wie man die Waldaxten machen. Die verbesserte... Knochen und Holzstab. Holzstab habe ich gerade abgelegt und Knochen haben wir genug. Na, Holzstab hatte ich ja nur 2 auf der Hand. Da müssen wir irgendwie noch einen auftreiben. Ich glaube, das wird gar nicht so aufwendig sein, das zu tun. Wir haben ja hier eine Holzerei. Ein Holzstab bitte. Rezept ändern. Boah, keine Ahnung. 10 Stück, dann haben wir noch 5 auf der Hand. Das erste ist gleich fertig. Wunderbar. Ja, damit. Und dann können wir schon die Waldaxt machen. Hätte ich die Knochen nicht vergessen. Das ist natürlich auch wichtig. Okay, hier sind die Eier drin. Das sehe ich jetzt auch. Hab nur 50 Mal gefühlt auf die Kiste gedrückt, bis ich die daneben erwischt habe. Was mir nicht alles passiert. So, eine Waldaxt. Wunderschön. Jetzt wollen wir die Knochen an ihren... nicht eigentlichen Platz zurücklegen, aber ihr neues Zuhause.
Und dann schauen wir mal auf die Map. Was sieht denn wie Wüste aus? Das sieht wie Strand aus. Das da hinten sieht wie Wüste aus. Dann sind wir ja halbwegs in der richtigen Richtung unterwegs. Einfach geradeaus. Oh, und die Sonne geht wieder unter. Also die Lichtstimmung, ich weiß, ich sage das zu oft, aber hier glänzendes Wasser, Sonne reflektiert. Riesig schöner grüner Laubbaum. Ah, kann ich nicht doch hierher ziehen? Gerade im Winter alles so kalt und grau. Ich hab die Schnauze voll. Hab doch einfach die Schnauze voll. Doch, das da hinten sieht fast gut aus. Wollen wir hoffen, dass da kein Monster mehr auf uns wartet. Du bist kein Monster. Du bist nur nervig. Mit deinem Panzer. Aber ich nehme ihn trotzdem gerne auf. Na, ihr Schafinjus, ihr Schafis. Ja, wollt ihr gestreichelt werden? Ja, seid ihr feine Tiere. Seid ihr feine Tiere. Ja. Das ist die Stimme, mit der ich auch immer mit meinen Kaninchen rede. Also nicht wundern. Die hört sich ein bisschen dämlich an, aber man kann Kaninchen auch nicht erschrecken mit meiner normalen Stimme. Obwohl die mir beim Let's Playen immer zuschauen und zuhören, wenn nichts Besseres auftritt. Wie zum Beispiel was zu essen. Da bin ich natürlich dann nicht mehr so interessant. Es sei denn, ich halt gerade das Essen. Ach, das sind schon prächtige Kreaturen. So, der Strand sieht natürlich auch gut aus. Ah, ich glaube, wenn wir ein bisschen schwimmen könnten... Oder noch besser, Schneckis, nicht angreifen. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir gehen mal hier in den reißenden Fluss. Hoffentlich schaffen wir es rüber. Das sieht aktuell noch ganz gut aus. So, beinahe geschafft. Wir sind jetzt im Grasland, aber wenn ich das richtig kalkuliert habe, da ist ja eine ganze Horde nicht nur von Skeletten, sondern auch wieder von so Crash-Test-Dummies, wie das aussieht. Egal, wenn ich es richtig kalkuliert habe, kommen wir über den Berg direkt ins Wüstengebiet. Hier wird sich natürlich auch noch so ein Wachturm anbieten. Oh, da hinten ist ein Geysir. Ist hier interessant. Also so ein Wasserding, das hochspuckt. Und ganz da oben auf dem Teil wird sich natürlich auch noch ein Wachturm anbieten. Gut, das ist jetzt schon hoch genug. Aber wer weiß. Okay, und was ist hier links unten? Die Sachen... Ah, ich esse gerade was. Ich habe rechts geklickt. Ich hoffe, das sind keine Feinde. Die sehen gruselig aus. So. Uns ist kalt. Ich weiß, wie das geht. Fackel ausrüsten. Wir sind doch in der Wüste. Warum ist uns kalt? Scharfe Chili. Na, wenn die mir nicht einheißt, hui, weiß ich auch nicht. Das hat Spaß gemacht. Kann man das nochmal machen? Bist du ein Sandwolf? Du bist auf jeden Fall kein normaler. Du hältst so viel aus. Auch nicht so viel. Aber genug. Da ist nochmal ein bisschen was gedroppt. Aber unser Inventar ist ja eh voll. Ja, bist du ein Cowboy? Sieht tatsächlich so aus. So, können wir hier ein schönes Lagerfeuer platzieren. Bisschen Beleuchtung. Und ein bisschen Wärme ist gar nicht so schlecht. Und was leuchtet denn da hinten so schön? Erstmal werden wir gleich attackiert. Farbbomber, mach was. Hey, nicht abhauen. Abhauen ist unfair. Das ist meine Strategie. Nicht abhauen. Und ich will zum leuchtenden Teil da hinten. Ja. Her mit den guten Zähnchen. Muss ich schon nicht zum Zahnarzt? Nein. Waffe gebrochen. Ein Glück habe ich noch eine.
Wird so langsam ziemlich voll hier mit den Feinden. Schnell weg hier. Wir sind eigentlich noch relativ gut gerüstet. Wieso habt ihr jetzt alle Armbrüste? So, da leuchtet das so schön. Das muss ich unbedingt rausfinden, was da leuchtet. Es ist Weichholz. Wieso liegt denn hier Weichholz rum? Von den Kakteen. Oh. Kann ich nicht kaputt machen. Und da ist, glaub, so ein Riesen-Dino-Vieh, das mich entdeckt hat. Entschuldigung. Ich wollte deinen Ruheschlaf hier nicht stören. Tschüssi. Oh, ein dynamisches Fundament. Wäre man noch verfolgt? Ein bisschen, würde ich sagen. Wir werden ein bisschen verfolgt. So, kann ich euch kaputt machen, ihr kleinen Kakteen? Nö, da braucht man anscheinend eine bessere Axt. Wir müssen es hier erstmal lebend rausschaffen. Das schaffen wir. Ich glaube, das Schlimmste ist schon vorbei. Na, hey. Da will doch keiner mit Pfeilen schießen. So sieht's aus. In den Kopf, in die Rübe. Dabei seid ihr doch gar keine Schneemänner. Und so viel Sprengfässer lassen die fallen. Das ist nicht das Schlechteste. Gut, ich würde sagen, die zwei Chilisamen gönne ich mir einfach noch. Wolf? Ich höre ein Wolfsgeheul. Können ja ein bisschen springen, dann sehen wir was. Hui! Da hinten ist auf jeden Fall ein Vieh. Bin ich froh, dass das keinen Schaden macht. Also Wölfe hört man zumindest auf ein paar Meter Entfernung. Sehen ist gerade schlecht. Farbbomber! Zur Hilfe! Na, da nehmen wir Schwert. Wieso hauen die... Hä? Wie bist du denn so schnell draufgegangen? Na gut. Und es wird wieder Tag. Das ist doch wunderbar. Wir sind an der Grenze vom Grasland. Und ich würde tatsächlich sagen, wir gehen bei Tag noch ein bisschen in die Wüste. Aber nicht an diesem Tag. Ich denke, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.